Eine Videokonferenz zu leiten hat es wirklich in sich. Die Teilnehmer befinden sich im Homeoffice und jeder ist in einer komplett unterschiedlichen Umgebung. Du musst als Moderator auf der einen Seite dafür sorgen, dass die Teilnehmer aktiv und motiviert mitarbeiten und auf der anderen Seite musst du darauf achten, dass die Aufmerksamkeit entweder bei dir oder bei dem Sprechenden bleibt. Und wenn das noch nicht genug ist, gibt es auch noch hin und wieder technische Störungen, mit denen du und deine Teilnehmer konfrontiert seid. Mein Name ist Anne und in diesem Video zeige ich dir, wie du diese Herausforderung in deinem Online-Meeting unter anderem mit diesem Gamechanger meistern kannst. Damit dein Online-Meeting gut über die Bühne läuft, solltest du dir vorher natürlich genug Gedanken gemacht haben und dich dementsprechend vorbereiten. Stelle dir zunächst die Frage, welches Format du überhaupt abdecken möchtest. Handelt es sich bei dem Meeting beispielsweise um einen informellen Kaffeetalk, wo sich die Kollegen einfach nur austauschen sollen? Oder ist es vielleicht ein Weekly, was ihr plant, oder ein Daily, wo eben der Status-Update den anderen Teammitgliedern geteilt wird. Vielleicht handelt es sich aber auch um eine reine Informationsveranstaltung, die für das gesamte Unternehmen wichtig ist. Oder es handelt sich um einen Online-Workshop, bei dem es darum geht, etwas zu erarbeiten und bestimmte Ideen zu diskutieren. Schicke unbedingt einen Einladungslink direkt in deiner E-Mail mit, wo du auch die Agenda beschrieben hast, denn damit bewirkst du, dass auch die richtigen Leute zum einen teilnehmen und zum anderen, dass Leute auch nicht zu spät zu deinem Meeting kommen, weil sie kurz davor noch ihre Mails checken müssen und nochmal nach dem Einladungslink fragen müssen. Bei einem längeren Online-Meeting, wo du zum Beispiel einen Workshop planst, ist der Anfang besonders wichtig. Denn damit setzt du schon eine gewisse Grundstimmung voraus, die sich auch auf deine Teilnehmer im Laufe des Meetings auswirken wird. Starte nicht sofort dein Meeting und mit den Aufgaben, die ihr zu bewältigen habt, sondern lass die Leute erstmal ankommen. Lass sie ihren kurzen Technikcheck durchführen und auch sich untereinander austauschen, ein kurzes Hallo sagen, vielleicht auch noch mal ein bisschen Smalltalk, so dass eben erstmal eine lockere und ungezwungene Atmosphäre herrscht. Gebe den Teilnehmern die Möglichkeit, sich informell auszutauschen, aber forciere es nicht zu sehr. Gerne werden die sogenannten Icebreaker empfohlen. Die würde ich ehrlich gesagt eher bei einem ersten Kennenlerngespräch, wo die Leute sich noch nicht untereinander kennen, einsetzen. Für alle weiteren Meetings ist das ein wenig zu overengineert. Denn am Anfang geht es erstmal darum, eine möglichst ungezwungene und auch für eine entspannte Atmosphäre zu sorgen. Du kannst natürlich dann am Anfang auch das Thema langsam einleiten, eventuell den Teilnehmern auch noch mal in Kenntnis setzen, was bisher überhaupt gemacht wurde, wie ihr eben zu diesem aktuellen Schritt kommt. Wichtig ist, dass du als Moderator den sogenannten Rahmen vorgibst. Nenne auch das Ergebnis, was du am Ende des Meetings gerne haben möchtest. Ein Ergebnis könnte zum Beispiel sein, dass am Ende verschiedene Ideen vorliegen zu einer Fragestellung, die du vorgibst. Oder ein Ergebnis könnte auch sein, dass verschiedene Konzepte diskutiert werden und am Ende von den Teilnehmern eine Entscheidung getroffen werden soll. Und hier kommen wir auch schon zu den verschiedenen Herausforderungen, die dich als Moderator erwarten werden. Die wohl größte Herausforderung als Moderator ist es, für einen offenen Austausch zu sorgen und deine Teilnehmer so zu motivieren, dass sie sich aktiv an den Diskussionen beteiligen möchten. Und um dir dabei zu helfen, haben wir hierfür den Officery Game Changer entwickelt. Der Officery Game Changer ist ein Kartenset bestehend aus 12 sogenannten Videokonferenzkarten. Diese sollen dir nicht nur in deiner Moderation helfen und dabei helfen, Diskussionen zu lenken und auch zu leiten, sondern können auch vor allem von den Teilnehmern selbst eingesetzt werden, um sich aktiv zu beteiligen bzw. ihre Meinung zu bestimmten Themen kurz kundzutun, indem sie einfach die entsprechende Karte in die Webcam halten. Die Karten sind so logisch aufgebaut, dass sie dich wirklich während eines Online-Meetings gleiten, von Anfang bis zum Schluss und sind farblich in verschiedene Gruppen eingeteilt, die ich dir jetzt erkläre. Wenn du zum Beispiel von deinen Teilnehmern ein ganz kurzes Stimmungsbild einholen möchtest, gibt es die Möglichkeit, zum Beispiel in Zoom Umfragen zu erstellen. Ein Video zum Thema Umfragen in Zoom erstellen habe ich bereits hochgeladen. Den Link dazu findest du hier unten in der Infobox. Hierfür musst du natürlich erstmal die technischen Voraussetzungen prüfen, ob das schon bei dir gegeben ist und auch die Umfrage vorher konzipieren. Wenn du aber ganz schnell nur ein Stimmungsbild einholen möchtest und das Ergebnis nicht unbedingt dokumentieren musst, dann eignen sich auf jeden Fall diese beiden Karten hier. Grün steht natürlich für das Gefällt mir, ist eine Zustimmung und rot
Daran erkennst du gleich, dass jemand etwas anders sieht. Diese Karten können natürlich durchgehend von den Teilnehmern während des Meetings in die Webcam hochgehalten werden. Damit signalisieren sie natürlich dir als Moderator gleich, was sie von den aktuellen Aussagen, die getätigt werden, halten. Gerade wenn es um ein Online-Meeting geht mit vielen Teilnehmern, ist eben die Herausforderung, dass Leute natürlich zu Wort kommen sollen, aber sich nicht gegenseitig unterbrechen sollen. Vor allem, wenn die Karte "Ich sehe das anders" in Rot oder die grüne Karte "Ich möchte gerne etwas sagen" hochgehalten wird, hast du als Moderator natürlich den Überblick darüber, wer jetzt zu welchem Punkt vielleicht sich äußern möchte und kannst dann ganz einfach die Teilnehmer so koordinieren, dass sie sich nicht gegenseitig unterbrechen, und mit Hilfe der Karten kannst du dann eine ausgewogene Diskussion lenken. Mit Hilfe des Officery Game Changers werden vor allem auch stille Teilnehmer mit einbezogen. Diese Teilnehmer äußern sich in einem Online-Meeting eher wenig, da entweder die Meinungsführer schon alle Argumente bereits erbracht haben oder weil sie thematisch zum Beispiel gar nicht mitkommen. Und wer gerade zum Beispiel nicht mitkommen kann oder gewisse Punkte noch nicht nachvollziehen konnte, der kann natürlich diese folgende Karte hochhalten. Achte als Moderator besonders auf diese Karte. Lasse den Sprechenden seinen Punkt zu Ende ausführen. Versuche danach, das Gesagte noch einmal zu wiederholen für diejenigen, denen das Ganze zu schnell geht. Vor allem, wenn viele Teilnehmer diese Karte in die Webcam hochhalten, solltest du natürlich als Moderator nachfragen, welche Punkte bisher unklar waren. Die Teilnehmer können dir direktes Feedback geben, und dadurch, dass es eben gleich visualisiert wird und du das als Moderator auch auf den ersten Blick erkennst, kannst du sofort darauf eingehen und deine Teilnehmer viel besser mit einbeziehen. Und wenn das Meeting schon voll im Gange ist, kennt das sicherlich der eine oder andere, es kommt auf einmal dann zu technischen Störungen. Entweder bei dem Moderator selbst oder bei den anderen Teilnehmenden. Und auch mit dem Officery Game Changer könnt ihr eure technischen Störungen elegant lösen. Was hin und wieder vorkommt, ist, dass Leute sich vergessen, stumm zu schalten und auf einmal laute Hintergrundgeräusche zu hören sind. Das irritiert natürlich jeden der Teilnehmer, denn es ist unklar, woher eigentlich diese Störquelle kommt. Mit der Karte "Jemand hat laute Geräusche im Hintergrund" können du und auch deine Teilnehmer kurz signalisieren, dass jemand sich stumm schalten sollte. Eine weitere gängige technische Störung ist, dass plötzlich das Bild einfriert. Hier stellt sich dann die Frage, ob das Problem bei einem selbst liegt oder bei demjenigen, der gerade spricht. Hierfür gibt es auch eine eigene Karte, mit der ihr herausfinden könnt, woher diese Störung kommt und wer diese zu beheben hat. Nachdem die technischen Störungen gelöst werden konnten und ihr weiter wieder in die Diskussion geht, gibt es hier auch eine Motivationskarte. Mit der grünen Karte "Machen" können die Teilnehmer und auch du kurz und knackig eure Anerkennung und Wertschätzung gegenüber guten Ideen äußern und die anderen dazu motivieren, das Ganze umzusetzen. Je länger ein Meeting dauert, desto größer wird die Gefahr, dass die Teilnehmer vom eigentlichen Thema abschweifen werden. Sicherlich kennt das auch der ein oder andere, dass jemand gerade einen Punkt zum wiederholten Male ausführt, obwohl das Ganze schon längst besprochen und abgestimmt wurde, und diese Person redet und redet und redet weiter. Durch das Hinhalten dieser Karte wird höflich darauf hingewiesen, dass der Sprechende gerade vom eigentlichen Thema abschweift, und dieser Effekt wird natürlich auch größer, je mehr Leute diesem zustimmen und ebenfalls diese Karte hochhalten. So wird keiner vor den Kopf gestoßen und es wird vor allem wertschätzend und auch effektiv kommuniziert. Was du als Moderator auf jeden Fall beachten solltest, ist, genug Pausen für besonders längere Meetings einzuplanen. Die blaue Karte "5 Minuten Kaffeepause" ist genau dafür gedacht, um einfach mal abzufragen, ob die anderen Teilnehmer vielleicht auch eine Pause brauchen. Und nicht nur du als Moderator kannst natürlich diese Karte einsetzen. Deine Teilnehmer können auch natürlich von sich aus dir signalisieren, dass sie eine Pause benötigen. Gerade wenn es sich um eine sehr hitzige Diskussion handelt, die vielleicht sogar kurz davor ist zu eskalieren, kannst du diese Karte auch strategisch nutzen, um einfach den Wind aus den Segeln zu nehmen. Die Teilnehmer haben dann genug Zeit, um sich zu regenerieren, vielleicht das Ganze einfach sacken zu lassen und dann mit einer besseren Laune wieder zurück ins Meeting zu kommen. Vor allem die blauen Karten können von den Teilnehmern eingesetzt werden, wenn sie sich zum Beispiel gerade aus dem Online-Meeting kurz entfernen müssen. Denn jeder kennt das vielleicht, wenn jemand zum Beispiel gerade nicht mehr im Bild zu sehen ist oder komplett die Videokonferenz verlässt und man selber weiß nicht, ob derjenige wieder zurückkommt, können die Teilnehmer ganz einfach das mit diesen Karten hier signalisieren. Du siehst, die Nutzung des Officery Game Changers macht dann vor allem Sinn, je mehr Teilnehmer die
diese Karten nutzen können. Denn je mehr Personen in einem Meeting die Karten hochhalten, desto sichtbarer wird auch die Kommunikation und du kannst ganz schnell das Feedback von deinen Teilnehmern einholen. Übrigens ist der Officery Game Changer ideal zum Verschenken an Kollegen oder auch an Kunden. Wenn du deinen Kunden damit eine kleine Freude bereiten möchtest, schreibe uns gerne eine Nachricht. Auf Wunsch hin individualisieren wir natürlich auch die Karten mit deinem Unternehmenslogo. Unsere Kontaktdaten und auch alle weiteren Infos findest du wie immer unten in der Infobox. Du siehst, der Schlüssel für eine gelungene Moderation und auch für ein gelungenes Online-Meeting liegt vor allem darin, dass die Teilnehmer sich aktiv beteiligen und vor allem Spaß haben. Also hole dir noch heute den Officery Game Changer für dich und auch deine Kollegen und mache deine Meetings ein bisschen lockerer und auch unterhaltsamer für alle. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann hinterlasse mir doch gerne einen Daumen hoch und auch ein Abo da und ansonsten freue ich mich, dich im nächsten Video wiederzusehen. Ciao!